Benny ist Falkner bei Europas größter und ältester Greifvogelwarte in Berlebeck. Er ist für die Aufzucht und das Training von Adlern zuständig. Hier haben wir jetzt das Ei eines Steppenadlers. Einigen unserer Jungvögel helfen wir beim Schlüpfen, da wir ihnen ganz einfach den Start ins Leben etwas erleichtern möchten. In der Natur benötigt ein Steppenadler bis zu 48 Stunden, um sich von der Kalkschale zu befreien. Noch ist er schutzlos, doch eines Tages wird er der König der Lüfte sein. 2 Wochen später hat er sein Gewicht bereits verfünffacht. Er wächst sehr schnell. Das muss er auch, denn nach 90 Tagen ist er bereits ausgewachsen. Leider hat das Muttertier den Kleinen nicht angenommen, weshalb er nun von Benny per Hand aufgezogen werden muss. Benny übernimmt die Rolle eines Ersatzvaters. Ich schneide erstmal grob was ab und dann schneide ich das gleich klein vor Ort. Okay. Dann wollen wir den mal den Horst mal machen, ne? Schön stehen bleiben. Oh, steht sogar. Wie in der Natur baut Benny den Horst etwas uneben auf. Der junge Adler muss somit ständig seine Balance halten und trainiert dadurch seine Beinmuskulatur. So. Frischer Horst, mein Freund. Da kannst du es wieder gut drin aushalten. Schick, ne? Guck mal. So. Im Alter von 40 Tagen ist er kaum noch wiederzuerkennen. Draußen auf dem Felsen macht er seine ersten Schritte. Hier verbringt er von nun an die meiste Zeit. Seine scharfen Fänge und der kräftige Schnabel werden ihm in Zukunft perfekte Jagdwerkzeuge sein. Das weiße Dunengefieder wandelt sich zu einem braunen Federkleid. Dabei wachsen die Flugfedern in einer Hülle, die sich nach und nach auflöst. Bereits nach 60 Tagen besitzt er sein vollständiges braunes Jugendgefieder. Seine Flügel haben eine Spannweite von 1,70 Meter. Beim sogenannten Ballieren trainiert er schon einmal seine kräftige Brustmuskulatur. Aber wie kann ein Adler ohne Altvogel das Fliegen überhaupt erlernen? Also vorwegfliegen kann man als Falkner immer schlecht. Das Fliegen steckt in dem Vogel irgendwo drin. Das ist wie so ein Urinstinkt. Das kann er, er trainiert da. Er muss sich halt nur irgendwann einfach selbst mal trauen, rauszufliegen. Mittlerweile ist der Steppenadler 80 Tage alt. Während der Flugshows beobachtet er gespannt die erwachsenen Tiere beim Freiflug. An ihnen kann er sich später orientieren. Doch manchmal lässt er sich dann doch zu leicht ablenken. Ja, unser junger Steppenadler ist jetzt mittlerweile um die 90 Tage alt, also dürfte jetzt irgendwann seinen ersten Flug haben. Wir stellen ihn jetzt gleich wie jeden Tag vor die Tür, damit er sich an die Umgebung gewöhnen kann. Und naja, vielleicht ist sogar heute schon der Tag, wo er das erste Mal losfliegt. Der Vogel trainiert sich jetzt selbst. Er lernt jetzt spielerisch das, was er nachher zum Töten der Natur braucht, um seine Beute zu fangen. Seine Flügel sind kräftig. Richtig geflogen ist er bisher noch nie. Aber dann ist es soweit.